Hallo Internet und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Quest Builders 2. Ich habe gerade mal ein paar Screenshots gemacht und dafür mein Feuerschwert ausgerüstet. Und wisst ihr, was mir dabei aufgefallen ist? Wenn man die Angriffstaste gedrückt hält mit dem Feuerschwert, ausgerüstet und dann loslässt, kann man Feuerball schmeißen. Das wusste ich nicht. Wow, jetzt merke ich das. Jetzt, wo wir schon so weit sind, kapiere ich, dass ich einen Fernkampfangriff mit dem Feuerschwert habe. Naja, so ist das halt manchmal. Gehen wir doch einfach mal zu dem Hämmerling. Ah, Moment, den Hammer ausrüsten. Gehen wir einfach mal zu dem Hämmerling und quatschen mit dem. Da vorne ist er. Diese Insel braucht einen Baumeisterbanner. Eine Flagge, die sie als Paradies für Erbauer der ganzen Welt kennzeichnet. Und als unser persönlicher Erbauer musst du den Entwurf für das Emblem aussuchen. Fülle einfach das Quadrat vor dir mit bunten Blöcken und der so von dir gekennzeichnete Entwurf wird direkt auf die Flagge übertragen. Denk daran, ein Baumeisterbanner ist wie jede andere Flagge auch. Sie lässt die Leute wissen, wofür die Insel steht. Ein echter Hingucker wäre das Beste. Hier, du wirst sie brauchen. Farbmischer und Kreidesteine. Benutze den Farbmischer, um Blöcke in jeder beliebigen Farbe zu bauen. Lass sie dann in diesem quadratischen Bereich fallen, um deinen Entwurf zu zeichnen. Die Nordseite ist oben. Mach dir keine Sorgen, er muss nicht perfekt werden. Du kannst ihn später noch ändern. Und wenn du gar keine Ahnung hast, was du zeichnen sollst, ja, dann ist das auch nicht schlimm. Ich hätte eine Idee. Möchtest du ein Beispiel sehen? Nein? Du hast deinen eigenen Entwurf im Kopf? Dann nur zu, zeichne das, was du möchtest. Solltest du dich anders entscheiden, sag mir einfach Bescheid. Ich habe eine großartige Idee, die du gerne verwenden kannst. Setze ein Zeichen. Wenn du dich zum Berggipfel auf dem Island des Erwachens aufmachst, kannst du mit bunten Blöcken deine eigene Flagge kreieren. Obendrein gibt es noch eine besondere Überraschung. Ah, und ich habe hier einen Raum hingebaut. Wieso zum Teufel habe ich hier einen Raum hingebaut? Das war gar nicht mal so klug. Da muss ich jetzt erst einmal wieder meinen Marmorraum hier einreißen. Und dann werde ich mich um ein Symbol kümmern. Und ich habe tatsächlich auch schon was im Kopf, was man hier machen könnte. Ich habe schon etwas im Kopf. Vielleicht könnt ihr euch ja auch schon denken, was ich vorhabe. Denn mir fällt da ein Logo ein, was interessanterweise auch quadratisch ist, was zudem noch sehr, sehr leicht zu zeichnen ist und was dezent zu meinem eigenen Kanal auch noch passt. Und das werde ich hier einfach mal hinmachen. Also ich mache mein Kanallogo natürlich. Brauchen wir jetzt ja kein Geheimnis draus zu machen. Das werde ich jedenfalls tun, sobald hier die Blöcke mal weg sind. Und dann probieren wir mal diesen Farbmischer aus. Also der Farbmischer, der klingt auf jeden Fall ja schon mal sehr interessant. Das ist ein neuer Gegenstand, den wir bekommen haben. Vielleicht darf man den ja behalten. Das wäre natürlich nice, wenn wir den auch so allgemein auf der Insel noch benutzen könnten. Fände ich jedenfalls sehr, sehr cool. Boah, wir haben es gleich geschafft, Leute. Keine Sorge. Tjo. Eben die Feuerschale hier kaputt machen. Juppdidu. Ah, machen wir mal den Powerschlag. Ah, der spart so ein bisschen Zeit, der Powerschlag. Wobei jetzt auch nicht irgendwie überdramatisch viel Zeit gespart wird. Benutzen wir den trotzdem mal, zumindest hier. Du-di-du-di-dumm. Na komm schon, geh kaputt. Blöde Marmorsteine. Jetzt haben wir es aber gleich wirklich aufgeräumt. Ja, hätte ich das gewusst, ich wollte mir doch hier oben eigentlich ein kleines Eigenheim einrichten. Eigentlich wollte ich hier in den Ruhestand gehen. Naja, man kann nicht immer alles haben. Oh, die beiden Fackeln müssen ja auch noch weg. Jo, sehr schön. Und dann werde ich noch ganz flott hier vorne vielleicht mal eben die Mauer wieder aufbauen. Habe ich denn noch Burgmauerblöcke dabei? Da packen wir jetzt einfach mal Burgmauerblöcke hin. Genau. Okidoki. Das war's. Jetzt kümmern wir uns mal hier um die Blöcke. Wie funktioniert das denn mit dem Farbmischer? Bauen. Ach, okay. Das ist eine Maschine. Ach so.
Na dann stelle ich die mal hier vorne hin. Dann bauen wir erst einmal ein paar Blöcke. Ja, ich weiß jetzt natürlich nicht genau, wie ich das aufteilen muss. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie kann man das denn gleichmäßig aufteilen? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Naja, passt, würde ich sagen. Muss mir einmal nur so grob hinlegen, wie ich dann hinterher das hier gestalten möchte. Ach, wir fangen einfach mal an. Es muss ja nicht ganz so ordentlich sein. Ich kann es ja hinterher immer noch korrigieren. Wir machen das jetzt erstmal so rudimentär. Hauptsache, es funktioniert überhaupt. Und wir haben erstmal so grundsätzlich ein Logo. Damit fangen wir mal an. Wir können es hinterher ja immer noch hübsch machen. Also, man muss ja jetzt nicht perfekt arbeiten direkt. So, fangen wir mal hier oben an mit dem Haarbereich. Ah! Ich wollte eigentlich nur eine Linie legen. Oh, das hat aber ein komisches Geräusch, wenn man das lehnt. Wenn man das legt. Klingt so ein bisschen wie Schlucken. Schluck, schluck, schluck. Schön, als ob man irgendwie so ein großes Glas Wasser trinkt. Das ist ja wirklich so ein seltsames Geräusch. Da haben sie aber sich ein komisches Geräusch überlegt hierfür. Naja. Vielleicht haben sie sich ja was dabei gedacht, keine Ahnung. Ist eigentlich ein bisschen zu hell für mein Logo. Aber dunkler wäre jetzt blöd gewesen. Das sah nicht so ganz cool aus. Naja, kraften wir nochmal ein paar Blöcke nach. Ich stelle nochmal hier 60 von her. Das müsste dann aber reichen. So. Ah, nein, nicht auf die zweite Ebene. Nur die erste. So. Oh, es wird auch langsam dunkel. Hoffen wir mal, dass das hier nicht die Auswahl meiner Farben beeinflusst. In der Dunkelheit sieht ja alles ein bisschen anders aus. So, das haben wir jetzt aber. Okidoki. Sehr schön. Jedenfalls fast. Na, jetzt aber. Dann bauen wir mal hier noch ein bisschen weiter rein. Damit ich ungefähr weiß, wie groß die Augen vielleicht werden müssen. Ja, kommt das hin? Ah, das passt, glaube ich. Oder noch einen Block länger. Ja, ich glaube, das sollte hinhauen. Okay. Ich stecke mir das jetzt wirklich mal grob ab. Einfach, dass ich Bescheid weiß, wie ich die Blöcke legen muss. Okay, okay, okay. Genau. Also hier kommt dann der Brillenbügel hin. Machen wir einfach mit den schwarzen Blöcken hier weiter. Ich crafte mal 90 Stück davon. Ist ein bisschen übertrieben. Ich glaube, 90 brauche ich gar nicht von den schwarzen. Tja, die kommen einfach mal hier vorne hin. Dann die Brillengläser. Die kommen hier hin. Ja, es passt nicht so hundertprozentig, aber sieht auf jeden Fall ganz nett aus, glaube ich. Tja, sehr schön. Dasselbe machen wir hier vorne natürlich auch noch. Ah, wir haben mal so ein bisschen was an Blöcken auf jeden Fall noch übrig. Also, wir haben jetzt ein bisschen mehr Blöcke bekommen, als wir brauchen, glücklicherweise. Von daher, da können wir noch ordentlich korrigieren. Tja. Okay, 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 okay. Das sieht doch auf jeden Fall mal ganz vernünftig aus. Ja, ich würde sagen, das passt. Okay. Dann mache ich die Blöcke hier mal wieder weg. Dann. Beziehungsweise, es müsste eigentlich ein bisschen breiter sein noch. Moment. Jetzt will ich es aber auch richtig haben. Jetzt hat mich die Motivation gepackt. Genau, so breit müsste das eigentlich sein. Ah, sieht schon besser aus als gerade eben noch. Okay, hier kommt auch noch ein Block hin. Dudi-dudi-dudi-dum. Ach, so ein schöner Baupart. Wir hatten lange keinen Part mehr, wo wir einfach nur gebaut haben. Finde ich eigentlich ganz angenehm. So, jetzt kommt hier unten der laut schreiende Mund hin. Der weit aufgerissene, laut schreiende Mund. Sehr gut. Genau, dann haben wir das alles. Machen wir als nächstes mal die Brillengläser. Ah, ich stelle jetzt einfach so viele davon her. Das kostet auch fast nichts. Also man muss fast keinen Kreidestein investieren. Oh, 999! Ja, so viele wollte ich jetzt auch nicht.
Oh, das sieht cool aus. Ich glaube, das könnte ganz witzig werden. Das könnte am Ende sogar echt sehr, sehr nice aussehen. Oh, ich glaube, das wird gut. Ich hätte nicht gedacht, dass das so cool wird. Ah, sehr, sehr, sehr schön. So, dann nehmen wir mal diese beigen Blöcke. Damit werde ich doch eher den Hintergrund gestalten, also die Haut. Wie von einer seltsamen Kraft werde ich zurückgeworfen. Ah, jetzt geht's. Ich hoffe, dass ich für die Haare vielleicht doch noch eine andere Farbe finde. Fände ich eigentlich besser. Ach, wir stellen jetzt einfach mal richtig viele von den anderen Blöcken auch her. Wir haben so viel davon. Wir können auch mal ordentlich raushauen jetzt einfach mal an Materialien, damit ich nicht immer nachcraften muss. Also wir machen mal richtig viele hiervon. So, mal so schön 200. Ja, passt. Und was nehmen wir denn jetzt als Haarfarbe? Können wir noch irgendwas anderes als Haarfarbe nennen? Orange, Gold. Ach, da braucht man Gold für. Ja, ist natürlich blöde. Ach, dann nehmen wir für die Haare vielleicht einfach mal Orange. Also normalerweise habe ich als Haarfarbe Braun genommen bei meinem richtigen Logo. Naja, muss jetzt einfach mal Orange herhalten. Jo, das kommt alles hier hin. Finde ich übrigens grundsätzlich auch witzig, dass man das machen kann. Also, dass man sein eigenes Logo hier gestalten kann überhaupt. Dass ich jetzt mein Kanallogo hier zufälligerweise noch reinpacken kann, das ist natürlich exzellent. Das Kanallogo, auf das ich übrigens sehr, sehr stolz bin, weil mir das sehr, sehr gut gefällt auch selber. Das habe ich einfach mal so aus einer Laune heraus irgendwie erstellt. Und weil ich kein guter Zeichner bin, habe ich mir gedacht, oh, nimmst du mal irgendwas, was leicht geht. Und habe dann einfach so ein kleines Pixelmuster mir überlegt und dachte mir, oh, versuchst du dich doch mal selbst cartoonig darzustellen. Also das soll mich selbst darstellen in einer sehr, sehr cartoonigen Form. Ich habe nämlich eine relativ große Brille auch und ich dachte mir, oh, dann hat das ein bisschen Charme, weit aufgerissener Mund dazu, ein Zeichen kompletter Entrüstung, einfach weil ich es witzig fand. Und ja, da habt ihr mal so ein bisschen Background-Infos zu meinem Kanallogo, falls es überhaupt irgendjemand interessiert. Wahrscheinlich eher nicht. Naja, bald wandert das Logo auf jeden Fall über die ganze Welt, wenn hier meine Fahne online geht. Da ist der schwarze Block. Damit reparieren wir mal eben die Brille hier vorne. So, jetzt kommen nur noch die Haare und dann haben wir es auch schon. Ja, ist aber, glaube ich, besser. Ist eine bessere Haarfarbe. Nicht die perfekte, aber ist auf jeden Fall eine bessere als dieses Beige. Das Beige ist schon eher so Hautfarben. Ist also gut, dass ich das auch für den Hautton genommen habe, glaube ich. Und ja, sobald wir das hier gelegt haben, sind wir auch schon fertig. Da haben wir auch schon mein Logo gebaut. Oh, reichen die Blöcke jetzt aus? Oh, ich glaube, das könnte ein bisschen knapp werden. Aber ich muss noch ein paar Orangene nachcraften. Moment, machen wir das einfach mal eben. Ah, nein, nicht 2000. Aber wir wollen es auch nicht übertreiben, ne? Machen wir mal 30 noch. Ja, 30 sollten aber reichen. So, habe ich eine sehr, sehr abgefahrene... Hallo, das wollte ich gar nicht. Habe ich eine sehr, sehr abgefahrene Haarfarbe auf jeden Fall. Im echten Leben würde ich mir meine Haare jetzt nicht unbedingt orange färben. Das wäre jetzt nicht so ganz mein Stil. Sieht ein bisschen freaky aus, aber finde ich trotzdem sehr, sehr witzig und sehr, sehr lustig. Witzig und lustig. Was für ein Satz. Witzig und cool, wollte ich eigentlich sagen. So, und das war's. Wir haben alles vollgelegt. Das Emblem von Huxel ist fertig. Darf man sich das denn jetzt auch von oben anschauen? Ich hoffe mal. Hohoho, wie ich sehe, hast du das Emblem für deinen Baumeisterbanner fertig. Nicht übel, ganz und gar nicht übel. Möchtest du das so auf deiner Flagge haben? Ja. Hohoho, das höre ich gerne. Dann lass uns auf dein Banner das Ganze hier übertragen und eine neue Landesflagge für dein Erbauerkönigreich erschaffen. Aufgabe abgeschlossen. Sehr gut. Huxel erhält folgendes. Ein Banner von Huxel. Tatsächlich. Oh, sieht das cool aus. Hammer. Das sieht so genial aus. Also das gefällt mir echt sehr, sehr gut. Schaut euch das mal an. Ist das nicht cool? Oh, ich liebe das Logo. Also das ist schon echt gut geworden. Ohoho, ausgezeichnete Arbeit. Dein Entwurf sieht großartig aus. Jetzt muss das Banner nur noch an einer gut sichtbaren Stelle aufgestellt werden. Sobald du das erledigt hast, ist dein Königreich wirklich komplett. Ich kenne die perfekte Stelle. Wir treffen uns dort. Was? Da unten einfach nur? Ah,
Ach, hier vorne. Ah, nee, direkt. Ah, direkt falsch gestellt. Hier vorne soll das hin. Ja! Oh, ist es schön. So cool. Und meine ganzen Dorfbewohner kommen auch nach oben und wollen sich das anschauen. Das Island des Erwachens ist fortan das Königreich von Huxel. Was für ein episches Erlebnis. Unglaublich. Unser Königreich. Oh, sehr, sehr, sehr schön. Da sollten wir vielleicht auch nochmal einen Screenshot machen, finde ich. Wir jubeln einfach mal und machen mal so einen schönen Schnappschuss von diesem wirklich bedeutungsvollen Moment, wie ich finde. Oh, sehr, sehr, sehr schön. Ja, das Königreich von Huxel hat hier also endlich Fuß fassen können. Reden wir mal mit dem Hammerling. Wenn du dich entscheidest, fortzufahren, kannst du vorübergehend nicht online spielen, zu anderen Inseln reisen oder Minimedaillen austauschen. Möchtest du fortfahren? Ja, klar. Großartige Arbeit, mein Junge. Das Banner von Huxel sieht wirklich fantastisch aus. Jetzt sind endlich alle Vorbereitungen getroffen. Vorbereitungen wofür denn? Oh, großes Jubeln. Ui, wo in aller Welt hast du denn diese Flagge her? Die ist ja unglaublich. Das erfüllt mich mit Baukraft. Ich fühle mich noch viel erbauerischer als je zuvor. Das ist wirklich beeindruckend. Ich vermute, damit wird angezeigt, dass auf der Insel der Gipfel der Baukunst erreicht wurde, oder? Ich find's wirklich raffiniert. Das passt perfekt zur Insel von Huxel. Nein, Moment mal. Das ist ja nicht länger nur die Insel von Huxel. Sie gehört uns allen. Gerade als ich dachte, ich hätte genug vom Bauen, kommst du und fachst die Flammen der Schöpfung in uns zu lodernden Inferno erneut an. Es lässt dich nicht leugnen, Huxel. Du bist der beste Erbauer auf der ganzen weiten Welt. Yay! Oh, der Himmel ist plötzlich dunkel. Was geht hier vor? Wer hat das Licht angemacht? Nein, ausgemacht! Melroth, was ist mit dir passiert? Oh, das sieht nicht so gut aus, Leute. Was ist mit Melroth los? Huxel, wann hast du diese Flagge gebaut? Melroth? Melroth, geht es dir gut? Huxel, bitte, du musst mich... Melroth! Was ist denn jetzt los? Getötet von den Nachkommen Erdrichs, gab Hohepriester Hargon seine Seele, damit der allmächtige Melroth wiedergeboren werden kann. Dramatische Pause. Mal wieder eine Trinkpause für mich. Das nimmt jetzt aber voll die Spannung hier raus. Das ist blöd, dass diese Textpausen immer so lang sind. Mann, Mann, Mann. Wir wollen doch wissen, was jetzt los ist mit Melroth. Von diesem Moment an habe ich ihn in ihm geschlummert, auf den richtigen Augenblick lediglich gewartet. Na komm schon, sprich weiter. Ich habe jeden seiner Handgriffe genau verfolgt und die des Erbauers ebenfalls. Was ist denn jetzt los, Melroth? Diese Welt der Leere ist jetzt mit der Macht der Schöpfung erfüllt. Alle Voraussetzungen sind endlich erfüllt. Das Erwachen des allmächtigen Melroth steht kurz bevor. Oh, was ist jetzt los? Nein!
Muhaha! Niemand kann seinem Schicksal entrinnen. Weder Menschen noch Monster und noch nicht einmal Ketter. Der Meister der Zerstörung wird allen ein Ende bereiten. Du bist Hagon! Hagon? Aber solltet ihr nicht tot sein? Ja, in der echten Welt bin ich tot. Aber in dieser Scheinwelt, die ich selbst geschaffen habe, bin ich noch immer sehr lebendig. Was meinst du damit? Ich meine genau das, was ich sage. Diese Welt ist nur eine Illusion, ein unwirkliches Reich, in dem ich Melroths Seele eingeschlossen habe, nachdem es den Nachkommen gelungen war, ihn zu töten. Doch jetzt steht seine Wiedererweckung kurz bevor. Er ist bereit, als Meister der Zerstörung wiedergeboren zu werden. Nein, Melroth! Kann es wirklich wahr sein, unsere Welt, unser Leben, alles nur eine Illusion? Allerdings, ursprünglich hatte ich diese Scheinwelt geschaffen, um die Nachkommen Erdrex zu ärgern und in die Irre zu leiten. Kein einziger Grashalm, Erdklumpen und armseliger Mensch, also auch ihr, existiert wirklich. Alles, was ihr seht, ist lediglich die Ausgeburt meiner Fantasie. Donnerlütchen, das kann doch nicht wahr sein. Obwohl dieser Traum mit mir hätte sterben sollen, hatte mein Dahinscheiden noch lange überlebt. Länger, als ich es selbst für möglich hielt. Ich fand es immer merkwürdig, dass die Kinder Hagons hier weiterhin so mächtig waren. Sie hätten nach seinem Tod verpuffen müssen, aber in dieser Welt war er nie wirklich gestorben. Leider hatte ich in der echten Welt nicht so viel Glück. Diese abscheulichen Helden entkamen diesem Reich und ermordeten erst mich und schließlich Melroth auf kaltblütige Art und Weise. Aber hier besteht mein Geist fort, genau wie der Herr, der Meister der Zerstörung, höchstpersönlich. Und anscheinend auch die Macht der Schöpfung, so wertlos sie auch sein mag. Ihr nennt das hier ein Königreich von Huxel? Bah, es ist nichts weiter als ein Königreich der Lügen. Und ich nehme an, dies ist die Flagge eures Landes, ja? Nie wurden meine Augen von einem abscheulicheren Anblick beleidigt. Haha, siehe, Erbauer, deine Fantasien, herbeieilender Verbündeter, die an deiner Stelle der Welt die Welt retten, sind bloße Fantastereien. Langsam reicht's mir. Gib Melroth wieder heraus, du fieser Fiesling. Was hast du überhaupt mit ihm vor? Melroth? Für euch immer noch allmächtiger Melroth, Herr und Meister der Zerstörung, ihr undankbaren kleinen Würmer. Iep, Göttin, rette uns. Nimm das, du Stinkstiefel. Das ist also aus dem alten Erbauer geworden. Um deine Ziele zu erreichen, musst du Menschen manipulieren. Hinfort mit dir! Was? Er ist der alte Erbauer? Nein! Hört meine Worte, lächerliche Kreaturen. Kriecht vor eurem Schöpfer zu Kreuze. Duckt euch vor mir nieder und mein Zorn wird euch verschonen. Der Moment ist gekommen. Wenn der allmächtige Melroth erwacht, wird er diese Illusion in Stücke reißen und in die echte Welt zurückkehren, um ihre herrliche Zerstörung einzuleiten. Komm, Melroth, machen wir uns auf den Weg. Werde auf ein neues als mächtiger Meister der Zerstörung wiedergeboren und beschere der Welt ihren Ruin. Das ist dein Schicksal. Wow. Was für ein krasser Storyplot, okay. Was machen wir nur, Huxel? Was machen wir nur? Armer Melroth und armer haariger Einsiedler. Schon gut, Lulu. Mach mal halblang. Du machst dir doch sonst auch nicht so schnell ins Hemd. Als wir noch in Mondbach waren, habe ich schon Gerede gehört, dass diese Welt nichts als eine Lüge ist. Eine reine Illusion. Ich wusste damals nicht, was ich davon halten sollte. Aber wenn das wahr ist, wo sind wir dann? Wurden wir alle nur von Hagon herbeigeträumt? Ich weiß ja nicht, aber ich glaube, dass ich eine Illusion bin. Ich glaube es nicht. Aber genau das würde eine Illusion ja auch glauben, oder? Donnerlütchen, da ist ja vielleicht was dran.
So sehr ich es hasse, das zuzugeben, aber wir haben keine Möglichkeit herauszufinden, ob unsere Realität Wirklichkeit oder nur ein Traum ist. Ja und? Dein schlaues Geschwätz kannst du dir für später aufheben. Dieser nichtsnutzige Trottel hat sich Melrose geschnappt. Wir müssen ihn zurückholen. Aber wenn es stimmt, was Hagon sagt und Melrose wirklich der Meister der Zerstörung ist, dann... Wien kümmert es, wenn's Juwere. Und mir ist außerdem Schnuppe, ob wir alle Träume, Illusionen oder sonstiger Quatsch sind. Ich werde nicht zulassen, dass dieser Stinkstiefel damit durchkommt. Er kreuzt auf unserer Insel auf, jagt uns einen Mordschrecken ein, verhöhnt die Flagge von Huxel und tut Melrose und dem haarigen Einsiedler Unaussprechliches an. Also wenn dieser schreckliche, gruselige Schurke glaubt, wir lassen ihn das einfach so durchgehen, dann hat er sich aber geschnitten. Ah, was ist das denn? Etwas ist da an der Stelle, wo sonst jemand der haarige Einsiedler gestanden hat. Aha. Yay. Huxel erhält folgendes. Eine Seele des Erbauers. Wir haben die Seele eines Erbauers bekommen. Also, die ganze Welt ist nur eine Illusion. Melrose ist der Meister der Zerstörung. Hagon lebt noch. Wir müssen es irgendwie schaffen, Melrose zu finden. Wir müssen schauen, was mit dem alten Erbauer passiert ist. Also dem ursprünglichen Erbauer, der in Wirklichkeit der Hämmerling ist. Unglaublich. Richtig, richtig nice Story-Twists. Und ja, dem gehen wir das nächste Mal auf den Grund. Aber nicht mehr in diesem Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und es hat euch gefallen. Sollte dem so sein, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. So oder so würde ich sagen, bis zum nächsten Part. Dragon Quest Builders 2, einem vermutlich sehr, sehr spannenden Part. Also macht's gut, euer Huxel. Ciao.